So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ja, wir sind heute bei El Hermano de Jiren. Ja, das ist halt Jiren in einer anderen Version. Sieht halt auch ein bisschen anders aus, das werdet ihr aber auch gleich im Kampf sehen. Wir nehmen heute diese beiden und lassen diesen Jiren einfach mal. Lass uns den doch einfach mal gegen den Original Jiren kämpfen, wäre das nicht was? Ich denke mal, dass dieser Jiren hier ein bisschen OP sein wird. Aber lass uns das doch einfach mal austesten. Und zwar auch ein Turnier der Stärke-Arena. Kann man doch mal machen. Wie gesagt, ich erkläre euch das Prinzip jetzt noch einmal ganz kurz. Und zwar, das ist ein Computer gegen Computerkampf. Ja, das ist halt das Projekt, was ich hier vor, was ich hier schon jetzt seit längerem zocke auf dem Kanal. Bis ich hier durch bin mit der ganzen Liste. Wenn ich damit durch bin, dann starten wir das nächste Let's Play. Mal gucken, was das sein wird. So, ja, lass uns loslegen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnt. Am Ende, wie gesagt, das gleiche Prinzip. Wenn wir den Kampf durch haben, dann zeige ich euch nochmal die Ult und die Super Attacks von diesen Jiren. Bin gespannt. Original Jiren gegen diesen Jiren. Okay, Damage geht aber. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Okay, der Original Jiren zieht sogar ein bisschen mehr, wenn ich das so richtig sehe. Holy. Kaioken, was? Jiren, hast du Son Goku irgendwie da absorbiert oder so? Aber sie halten sich gerade beide auf ein Level sozusagen. Okay, jetzt nicht mehr. Der Damage ist total in Ordnung. Ich dachte, dieser Jiren wäre eher OP. Das ist mal wieder ein richtig, richtig, richtig cooler Kampf, finde ich. Der gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall. Ja, eigentlich sind sie beide schon ausgeschieden. Ja, den alten Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 spielen kann man halt noch außerhalb der Turnier der Kraft Arena. Das wurde aber später aber auch geändert. In neueren Versionen. Ja. Okay, der rote Jiren hat auf jeden Fall aufgeholt, ich sag mal der Original Jiren. Aber es kann sich auf jeden Fall noch ändern. Er hat einfach das Turnier der Kraft zerstört mit einem Laser. Also, bisher muss ich sagen, geiler Kampf, gefällt mir. Also, selten so coole Kämpfe gesehen. Also, es gibt ja schon, manchmal muss ich, wo ich sagen muss, es gibt coole Kämpfe in diesem Spiel, dass die Gegner sozusagen gleich auf sind. Aber dieser Kampf hier, muss ich schon sagen, ist sehr, sehr, sehr interessant. Oh, er verwandelt sich. Holy, lädt er sich schnell auf. Oh, jetzt gibt's auf jeden Fall auf die Schnauze, glaube ich. Oder? Ja. Was ein Damage. Guckt euch den Damage an mit so ein paar.
mit so ein paar Schlägen hat er ihn einfach noch eben so besiegt. Alter. Guckt euch das an, wie schnell der sich auflädt. Was ist denn das? So, jetzt haben wir nochmal zwei Full Power Jirens. Ich bin echt gespannt, ob mein Jiren gewinnen wird oder der andere. Also wie gesagt, ich steuere den Charakter ja nicht. Wenn ich natürlich steuern würde, klar, ich würde wahrscheinlich zu 90% gewinnen. Aber das hier ist ja schon bisher sehr, sehr interessant. Alter, guckt euch den Damage an. Alter, 30.000. Ob das der Original-Jiren noch aufholen kann, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber bis jetzt muss ich wirklich sagen, 1A cooler Kampf. Was? Der hat einfach mal gerade 20.000 gezogen mit seiner normalen Attacke. Ich glaube, da kann der Original-Jiren auf jeden Fall einpacken. Alter. Die Baseform ging ja noch, aber der Full Power Jiren ist ja wirklich Full Power. Und der kriegt ja auch so gut wie keinen Schaden. Guckt euch das an. Alter. Damit haben wir eigentlich von den Full Power Jiren alles gesehen. Von den normalen Jiren. Dann bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich trotzdem mal nochmal die ganzen Ults. Ja, unser Jiren hat gewonnen, aber hoch raus gewonnen. Krass. Muss echt sagen, das war mal wieder ein mega, mega, mega geiler Kampf. Der hat mir sehr gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Hat euch der Kampf gefallen? Ich fand den sehr cool. Der war wirklich sehr, 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 sehr cool. So. Nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter mit Champrus. Wer nicht weiß, wer das ist, das ist eine Fusion zwischen Champa und Beerus. Alter, der lädt sich aber auch schnell auf. Das war nicht die Ult. Das ist eine normale Attacke, zeige ich nochmal. Was? Dieser Jiren übertreibt. 30.000 mit einer normalen Attacke. Wenn es mehr nicht ist. Mal gucken, das an. Der ist also wirklich ein recht cooler Charakter. Und zack. So, und die letzte Ult. Und ich hoffe, euch hat dieses Video hier wieder gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit Champrus. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.